Sachsen steht ja nun besonders im Fokus, auch weil hier die Impfquote am niedrigsten in Deutschland ist. Ist da noch mehr Druck nötig, wie zum Beispiel der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte in Österreich? Ja, Druck und Zwang ist nicht mein Weg. Ich bin auch deutlich gegen einen Impfzwang, ich will das ganz deutlich sagen. So eine Art Impfzwang, ich will mal deutlich sagen, das ist Unfug. Niemand wird in der Bundesrepublik Deutschland gegen seinen Willen geimpft. Und auch dieses Gerede, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen, aus welchen Gründen auch immer, ihre Grundrechte verlieren sollen, ist genauso großer Unsinn. Das ist eine absurde und bösartige Behauptung. Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft dafür voll ausgenutzt wird, voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Am 13. August 1961 erfuhr der deutsche Imperialismus, hier ist kein Durchkommen mehr. Hier sind die Grenzen seiner Macht. Von hier geht seine endgültige Niederlage aus. Hier ist die Deutsche Demokratische Republik, in der zum ersten Mal in Deutschland der Frieden zum Regierungsprogramm erhoben ist. Ihr Auftrag lautet, den Frieden schützen.